drei Ratschläge an mein 14-jähriges Ich. Ich würde auf jeden Fall mir vornehmen, viel lockerer an gewisse Dinge ranzugehen und sich vielleicht nicht direkt in Themen reinzustressen. Also auch zum Beispiel, vielleicht schon der zweite Punkt, vieles ausprobieren, um herauszufinden, in welche Richtung man möchte. Das weiß man am besten, wenn man mal gesehen hat, was es für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht relativ salopp in Englisch vielleicht ein bisschen besser aufpassen, weil es gerade bei mir im Arbeitsalltag sehr wichtig ist. Mein Name ist Marc, ich bin Junior Implementation Manager bei Personio in München. Was das Coolste an meinem Job ist, ich würde sagen, er ist sehr abwechslungsreich. Auch wenn wir natürlich einen ähnlichen Prozess mit den Kunden immer durchlaufen, haben wir doch sehr unterschiedliche Kunden. Das sind einerseits Startups, wo man mit dem Geschäftsführer vielleicht direkt redet, weil sie noch sehr klein sind, oder auch größere Unternehmen, wo man mit einem HR-Manager spricht. Ist einfach sehr spannend, da mitzubekommen, wie vielleicht auch die unterschiedlichen Ansichtsweisen im Berufsalltag da sind. Ansonsten, wenn man Nebenprojekte hat, hat man sehr viel Austausch, auch natürlich mit anderen Kollegen, was sehr spannend ist, auch mitzubekommen, was eben in anderen Abteilungen hier so gearbeitet wird. Und generell haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch bei uns im Team. Also man hat sehr viel Spaß in der Arbeit bei uns. Zu den Einschränkungen in meinem Job. Man darf natürlich nicht vergessen, wir arbeiten sehr kundenorientiert. Das heißt, zu den Bürozeiten oder zu den regulären Bürozeiten müssen wir für den Kunden erreichbar sein. Haben, wenn wir auch eben Nebenprojekte gerade betreuen und da vielleicht gerade einen Fokus drauf setzen möchten, immer im Hinterkopf, dass wir natürlich da sehr flexibel sein müssen. Und wenn ein Kunde dann eine Rückfrage hat oder eine E-Mail reinkommt, dann müssen wir die auch entsprechend direkt bearbeiten. Und das kann vielleicht ein bisschen den Arbeitsalltag mal durcheinander bringen. Wir bei Personio bieten ja mit Personio ein HR-Betriebssystem an, das Personalern den Arbeitsalltag erleichtern soll. Und bevor natürlich dieses System genutzt werden kann, muss es entsprechend aufgesetzt werden. Und genau da kommen wir als Implementation Manager dann ins Spiel. Das heißt, wenn der Kunde sich für Personio entschieden hat, wird er von Sales an uns übergeben. Und wir sind dann je nach dem Funktionsumfang, den die Kunden sich ausgesucht haben, in einem Zeitraum von 4 bis 8 Wochen persönlicher Ansprechpartner. Also das heißt, in dem Zeitraum hat man wirklich persönlichen Kontakt. Der Kunde kann uns dann entsprechend während dem Zeitraum Fragen stellen. Wir verfolgen aber immer an sich einen entsprechenden Projektplan. Das heißt, dass natürlich das Produkt ordentlich aufgesetzt werden kann, dass die Prozesse abgebildet werden, dass wir die ganzen Daten ins System bringen. Und da haben wir natürlich einen kleinen Projektplan, der dann eben, den wir ablaufen. Und sobald der Kunde dann gut gebrieft ist, sich auskennt mit unserem Tool, das ordentlich aufgesetzt ist, was wir dann auch nochmal prüfen am Ende, übergeben wir den Kunden wieder an Service. Das ist, sage ich jetzt mal so, grundsätzlich der Standardablauf. Wir haben da ganz stark das Ziel dahinter, dass der Kunde sehr gut gebrieft ist und zum Produktexperten wird und wir eben dieses Wissen weitergeben. Wenn ich hier ins Büro komme, schaue ich mir relativ klassisch erstmal meinen Kalender und meine E-Mails an, ob da irgendwas Neues ansteht, beziehungsweise gucke einfach nochmal, wann stehen zum Beispiel Kundentermine ein. Ist natürlich wichtig, dass man sich da auch entsprechend vorbereitet. E-Mails im Punkto auch natürlich Kundenanfragen, ob es vielleicht offene Punkte gibt, die ich mit den Kunden durchsprechen muss. Wenn ich dann den Kundentermin habe, gilt es sich natürlich darauf vorzubereiten, gegebenenfalls noch Daten zu migrieren in den Personio-Account und dann den entsprechenden Call auch durchzuführen und sich nachzubereiten und den Kunden mit entsprechenden Informationen zu versorgen, die wichtig während dem ganzen Prozess sind. Währenddessen muss ich natürlich immer schauen, dafür haben wir entsprechende Projektpläne, wie ist der Stand meiner Kunden gerade generell? Da man ja auch mehrere Kunden gleichzeitig betreut, muss man da schon mal einen guten Überblick haben. Also Kalender und generell so ein Projektfortschritt-Tracking gehört auf jeden Fall absolut zum Arbeitsalltag. Und wenn es dann so Nebenprojekte gibt, dann hat man entsprechend hier im Kalender auch Termine drin und Blocker, die man wahrnehmen soll und würde dann mit den entsprechenden Kollegen noch Kontakt haben. Zu meinem Werdegang. Ich habe relativ klassisch BWL studiert, habe einen Bachelor gemacht, habe da nebenbei schon einige Werkstudenten- und Praktikantentätigkeiten gemacht, die mich gut auch auf meine Position vorbereitet haben. Am Anfang im Kundenservice-Bereich. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Habe mich dann zwar studiumstechnisch ein bisschen im Logistikbereich ausprobiert. Das hat mir selber nicht so gefallen, aber auch da habe ich natürlich viel dazulernen können, auch wieder Kundenkontakt. Bin dann nochmal am Ende vom Studium ins Business Development gegangen, in einem Praktikum und habe
dann mir einen Job gesucht, bin letztendlich bei Personio gelandet und jetzt fast seit einem Jahr bei Personio. Ob ein alternativer Werdegang möglich ist, kann ich auf jeden Fall bejahen. Man muss jetzt nicht explizit in die Richtung Implementation studiert haben oder mit BWL kommen. Wichtig ist einfach, dass man die entsprechenden Skills mitnimmt. Das ist bei uns einerseits Projektmanagement, dass man sich selber gut strukturieren kann, weil wir auch sehr eigenverantwortlich arbeiten. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein, weil wir hier den generell großen Austausch auch haben. Auch durch die Kundenkommunikation ist es natürlich von Vorteil, wenn man da schon Erfahrungen mitbringt, beziehungsweise offen dem gegenüber ist und auch bereit ist, viel zu lernen, wenn man eben vielleicht noch nicht mit den entsprechenden Skills kommt, die man vielleicht braucht. Technisches Verständnis ist auch an sich noch relativ wichtig. Aber um vielleicht auch mal ein Beispiel zu nennen, wir haben bei uns im Team Kollegen, die haben davor im Pädagogikbereich was gemacht, beziehungsweise in die Richtung studiert. Ich selber hatte ja auch eine Logistikspezialisierung eigentlich bei mir im Studium und bin jetzt trotzdem hier bei Personio gelandet.